krass angespannt, Alter. Bin das selber gesprungen, aber wenn du das da irgendwo Alter. Passiv miterlebst, ist ja noch schlimmer. Wenn es so weit geht, brauchen wir Zuschauer für deine Übersetzung so. Im Jugendsprachelexikon. Hier ist Richard, komm. Richard Freitag in der Spur. Jetzt Daumen drücken zu Hause. Läuft. Er hat gute Bedingungen und er geht gut weit in. Oh nein! Nein! Das darf nicht wahr sein. Es durfte alles passieren, nicht das. Gott sei Dank geht's ihm gut. Er winkt direkt. Boah, und plötzlich ist der Berg Isel komplett still. So eine Rotze, Alter. Eieieiei. Ich hoffe, dass Richard einigermaßen, und das ist das Ähnliche wieder, wie auch Vorfang das Thema in Engelberg. Er ist natürlich komplett auf den Brustkorb gefallen. Er hat jetzt einen kompletten Schlag drauf gekriegt. Das heißt, da war jetzt erstmal kurzzeitig die Luft weg. Marc Dorfmüller, der Teamarzt, direkt da. Scheinbar will er gar nicht gestützt werden. Es ist noch so ein leichtes Grinsen gewesen bei ihm im Gesicht. Das könnte eigentlich ein gutes Zeichen sein. Aber er ist natürlich auch voller Adrenalin. Jetzt muss man kurz warten. Also der Sprung ist natürlich gestürzt. Dementsprechend die Noten. Also von Gesamtturnierwertung brauchen wir da nicht mehr sprechen. Die ist damit futsch. Ja, geht, das ist immer das Wichtigste. Alles andere ist aktuell völlig Wurst. Gesundheit geht vor allem. Faires Publikum hier am Berg Isel. Alle super raus oben, guck da, keine Korrektur. Das Ding lief durch. Und wo, was ist dann passiert? Ist ein bisschen... Das ist da auf dem rechten, also der rechte Fuß... ist bei der Landung auf dem linken Ski und der Ski ist natürlich, gibt keine Führung im Gegensatz zum Schnee, wenn er aufkommt. Und da rutscht der Ski weg, zack, kriegt die Richtung, keine Chance. Puh, da wollen wir hoffen, dass das linke Knie nichts hat. Das hat es da so ein bisschen raus und weggedreht, weil die Skier auch nicht aufgehen. Ist das bitter für Richard Freitag? Schade, schade, schade. Und sowas verstehe ich dann eben auch als Ehemaliger nicht, warum man nach so vielen Jahren, wenn man doch versucht oder die Hoffnung hat und die berechtigte Hoffnung hat, die Tournee zu gewinnen, warum es dann so laufen muss. Ich verstehe das nicht. Ich sag